Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich sehe jetzt gerade, ich muss Buzz berichten. Ist das jetzt wieder was Neues oder habe ich jetzt irgendwas tatsächlich noch übersehen gehabt? Da, Spielzeug-Aliens. Okay. Es kann sein, dass ich vorher noch was gefunden habe. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil das jetzt alles, weil ich jetzt so, oh, da ist er doch. Bleib stehen, Bass, bleib stehen, weil ich Dürfte so ich um lange deine nicht mehr im Spiel Aufmerksamkeit war. bitten? Ah, Gameplayerin, du bist genau der Space Ranger, den ich brauche. Ich habe eine neue Mission für dich. Es geht um Code G7B. Eine Actionfigur hat ein abnehmbares Teil verloren. Fast, aber nicht ganz, Space Ranger. Fehlende Teile fallen unter Code G6B. Code G7B steht für eine Such- und Bergungsmission. Erinnerst du dich an die Außerirdischen, die aus Woodys Karussell weggelaufen sind? Damals kam es mir so vor, als wären ein paar von ihnen nicht wieder aufgetaucht. Ich hatte recht. Mir wurde berichtet, dass viele von ihnen irgendwo im Dorf sind. Wir müssen sie finden und retten. Ja, das haben wir doch schon getan, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich total verwirrt. Genau, diese Spielzeuge könnten irgendwo da draußen sein, verwirrt und verängstigt. Hast du mal gesehen, wie riesig die Eichhörnchen hier sind? Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn sie die Außerirdischen als Kauspielzeug verwenden. Okay, wo soll ich mit der Suche beginnen? Wir müssen alle Bereiche des Dorfes durchsuchen. Die Außerirdischen könnten wirklich überall sein. Spielzeuge sind ganz besonders gut darin, sich in Schränken, hinter Betten und zwischen Sofakissen zu verstecken. Verstanden. Ich werde überall im Dorf suchen. Ach ja, und noch etwas. Diese Außerirdischen können etwas schüchtern sein. Sie werden nicht alle auf einmal aus ihren Verstecken kommen. Halte die Augen nach ihnen offen, während du deinen anderen Aufgaben nachgehst. Ich glaube, sie könnten an verschiedenen Orten auftauchen. Okay. 25. Okay, das ist wahrscheinlich nicht die Quest gewesen, die wir hatten, weil wir haben, glaube ich, vier oder fünf mussten wir nur einsammeln. 25 ist doch schon, boah, das ist richtig, richtig viel. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich jetzt das Ganze, ach, da ist Woody gerade umgefallen, ob ich jetzt das Ganze jetzt machen soll und euch dann immer zusammenschneiden soll, wo ich sie gefunden habe. Oder ob ich das jetzt tatsächlich nebenbei machen soll. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mich jetzt einfach mal auf die Suche mache. Er hat ja gesagt, drinnen und draußen können sie theoretisch sein. Boah, das wird eine Riesenaufgabe für mich. Ich fange einfach mal komplett oben an. Bei mir sind es aber wahrscheinlich nicht, oder? Hoffe ich zumindest nicht. Ja, wie ich bereits schon erwähnt habe, habe ich jetzt etwas länger nicht mehr gespielt, weil ich ja keine Aufgaben mehr hatte. Und ich war jetzt gerade schon so ein bisschen verzweifelt, weil ich gedacht habe, okay, die Aufgaben muss ich jetzt nochmal neu machen. Die letzte. Ich wusste jetzt aber auch, ach, guck mal, da ist doch einer. Ich wusste jetzt aber auch nicht genau, wo ich jetzt mit aufgehört hatte. Aber ich meine, das letzte, was ich gemacht hatte, das war tatsächlich die Sache mit dem Star Commander hier. Ich würde sagen, wir gehen aber wirklich mal rein. Also, dass wir auch drinnen überall suchen. Er hat ja extra so gesagt, die können auch hinter Betten sein und so, ne? Ich meine, man weiß es nicht. Das könnte jetzt wirklich eine längere Aufgabe werden für uns. Oh. Ich habe ein Ei gefunden. Was ist das denn? Ich habe ein Ei gefunden. Ostern ist doch schon längst vorbei. Habe ich hier irgendwas verpasst? Da können wir direkt mal nachgucken. Moment, Event. Disney Park, Sternenpark der Disney Parks. Seit Generationen heißen die Disney Parks Besucher von aller Altersgruppen willkommen und laden sie ein, die Magie von Disney zu erleben. Es sind Orte, an denen Menschen magische Erinnerungen schaffen und Teil der Geschichte werden, an denen man eine Runde in einer Tasse drehen oder mit Dumbo in die Luft gehen kann. Ein extrem alberner Dirigent, genau. Jetzt kannst du die Magie des Parks im im Dreamlight Valley mit dem neuesten Sternenpfad erleben. Ach so. Teile Mahlzeiten mit den Dorfbewohnern. Schieße Fotos von den Wahrzeichen des Tals. Auch nicht schon wieder. Und trage charakteristische Kleidung, um den Geist von Abenteuer und Magie zu feiern, der überall in den Disney-Parks zu finden ist.
Mach mit, um besondere Belohnungen freizuschalten, darunter neue Kleidung, besondere Souvenirs und kultige Attraktionen. Also begib dich auf den Sternpfad und mach dein Tal zu einem magischen Ort. Ja, dann haben wir hier die Aufgaben. Entferne Nachtdorn, pflücke eine Frucht. Na gut, Premium werde ich nicht mehr freischalten, nehme ich an. Weil da jetzt nicht so schöne Sachen drin waren beim letzten Mal. Und jetzt ist auch wieder nur so... Ja, es sind immer mal ein, zwei schöne Sachen, wo man sich freuen würde, das zu haben. Aber der Rest ist so 0815. Man hat nicht so richtig Lust gehabt, sich was Schönes auszudenken, habe ich so das Gefühl. Naja, muss nicht unbedingt sein. Die Sachen finde ich wiederum schöner, aber ich möchte ehrlich gesagt kein Geld dafür ausgeben. Aktiviere, das ist nur das, was ich jetzt vorgelesen habe. Nee, das ist das zum Kaufen, das ist klar. Ja. Nee, also das mit den Eiern verstehe ich jetzt nicht ganz, ehrlich gesagt. Wo die jetzt schon wieder herkommen. Vor allen Dingen, weil Ostern ja vorbei ist. Deswegen habe ich ja jetzt auch die Möglichkeit, endlich wieder aufzunehmen. Weil die Ostertage, ich war dann auch nicht da und ich konnte nicht aufnehmen. Und ach, das war ein Schmetterling. Ach, ich dachte gerade schon, fliegendes Papier, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Ja. Ich gucke hier bei ihm am besten auch mal nach, ne? Weil da könnten die sich ja theoretischerweise auch gut verstecken. Aber die sind recht groß. Ich denke mal, die sind alle gleich groß, die Außerirdischen. Muss man hier eigentlich auch in die... so dagegen laufen? Und damit man sieht, ob man da was mitmachen kann? Oder... weil er hat es halt so gesagt, ne? Ach so, Moment, wir sind jetzt gar nicht ins Restaurant gegangen. Stimmt ja. Ich bin voll von dem Ei abgelenkt worden hier. So, was zuppelt denn? Nee, das ist aber nur so. Euch kann ich jetzt leider im Moment nicht helfen. Ich bin auf der Suche nach Außerirdischen und eventuell auch nach dem einen oder anderen Ei, was sich ein bisschen vertan hat und nach Ostern jetzt aufgetaucht ist. Okay, hier sind auf jeden Fall keine Außerirdischen. Also ich würde jetzt eher vermuten, dass die draußen sind, so vom Gefühl her. Aber man weiß es halt nicht. Ach, das ist eher... ach, ich dachte gerade schon, da lag einer. Hi! Oh, wo wir das gerade hier sehen. Hallo! Ich habe leider nichts mehr gemacht. Ich weiß, ich wollte eigentlich immer einen Screenshot davon machen. Ich habe leider nichts mehr gemacht. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld ich jetzt eigentlich habe. Das habe ich... oh, die Haare. Einen schönen Tag noch. Die Haare sehen ja geil aus. Genau meine Farbe. Freundlichen Dank. Die müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und ich glaube, die Dinger haben wir auch noch nicht. Sei gegrüßt, Nachbar. Nein, ich würde sagen, die haben wir auch noch nicht. Ich will jetzt hier nicht den Laden leer kaufen, aber die Klamotten, die darf ich nicht übersehen. Also hier vorne die Sachen. Hier sehe ich jetzt auch keinen Außerirdischen. Vielleicht sind die... oh, das sieht aber auch schick aus. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh. Vielleicht sind die Außerirdischen ja auch, wenn sie überhaupt hier drin sind, also überhaupt jetzt generell irgendwo drin sind. Das ist eine fleischfressende Pflanze, oder? Hallo. Okay. Die darf ich dann auch nicht vergessen. Die anderen Sachen habe ich schon mal gehabt. Ich frage mich, was hier wohl für besondere Zutaten wachsen. Ich würde mal behaupten, hier drin wachsen keine besonderen Zutaten. Auf Wiedersehen und bis bald. Es tut mir leid. So, haben wir hier oben noch irgendwas besonders Schönes? Die Couch, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich die schon mal hatte. Hallo. Besonders schön ist sie nicht, aber nehmen wir mal mit. Die hatten wir, also das Bett hatten wir, glaube ich, schon mal. Oh, das hatte ich noch nicht. Einen schönen Tag noch. Das ist cool, vielleicht können wir das irgendwo draußen mal hinstellen. Und das dürfte beides schön und das Biest sein, Nachbar. Ja. Die bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon hatte. Ich nehme sie mal mit. Einen schönen Tag noch. Okay, das ist nicht die Schöne und das Biest. Es ist die Eiskönigin. Na gut, aber hier auch in der Ecke oder so hat sich jetzt auch nichts versteckt. Weil das ist jetzt schon der dritte, vierte Laden, wo ich reingehe. Also Haus, nicht Laden. Wo aber drinnen nichts ist. Das... ich würde sagen, wir gucken erstmal außen alles ab. Und wenn dann noch was übrig ist und wir noch jemanden nicht gefunden haben, dann gucken wir bei den restlichen Häusern nach. Hier ist auf jeden Fall nichts.
Also bei euch kann das dann natürlich eventuell auch sein, dass die mal woanders sind. Darf ich das? Ah, jetzt. Weil ich natürlich die Sachen auch anders gebaut habe. Entsprechend sieht es bei euch natürlich auch anders aus. Was haben wir denn hier? Eine Torbahn. Okay, der erinnert mich immer an Harry Potter 1. Ich weiß auch nicht. Achso, Moment. Wildes Osterei. Diese Eier tauchen überall im Dorf aus. Suche weiter, dann findest du ganz bestimmt mehr. Kann man essen? Muss ich die essen? Ach, du liebe Zeit. Ja, ne? Finde ich auch. Ich finde das schlimm, was hier gerade von mir verlangt wird. Da war ich mal 2-3 Wochen überhaupt nicht mehr in dem Spiel drin, seitdem halt keine neue Quest mehr kam und ich nichts mehr machen konnte. Und jetzt muss ich hier direkt 25 von diesen Außerirdischen suchen. Oh Gott, Wally hat jetzt auch wieder eine neue Quest, aber das möchte ich jetzt nicht aufnehmen. Ich will jetzt erstmal gucken, ob wir die Außerirdischen... Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer, ja! Oh Gott, da freut man sich drauf. Oh, guck mal. Sogar noch ein Osterei. Nee, ein wildes Ei. Das ist ja kein Osterei, haben sie geschrieben, sondern wildes Ei. So. Die muss ich auch noch alle abernten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, aber die Kaffeebohnen sollte ich mal eben nebenbei einsammeln. Der Rest ist nicht so schlimm. Moment, habe ich da? Nee, das war eine Blume. Ach, das ist ja... Das ist wie eine Ostereiersuche, wobei das jetzt für mich gerade keine Priorität hat, sondern natürlich die Außerirdischen Prio haben. Nur hier ist so viel Buntes natürlich jetzt drin und ich konnte jetzt auch noch nichts so groß sauber machen. Also was heißt groß? Ich konnte gar nichts sauber machen hier, weil ich das erste Mal tatsächlich jetzt wieder im Spiel drin bin. Was ist das hier eigentlich für ein Baum? War der vorher auch schon da? Der sieht so komisch aus. Da finde ich jetzt... Da waren die schon, aber die sahen doch nicht so komisch aus, oder? Die waren doch nicht so braun und abgestorben, meine ich. Moment, habe ich da... Nee, okay, habe ich nicht gesehen. Ja, hier ist aber noch einer. Da ist noch einer. Ja, wir haben schon drei ganze Dinger unten aus. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Eier, die sind immer in der Nähe versteckt von diesen Außerirdischen hier. Was ist das denn? Wo kommst du denn her? Das ist ja mal geil. Moment, da muss ich jetzt... Oh mein Gott, wie ging das nochmal? Mit F, ne? Genau. Den muss ich jetzt mal umstellen. Das ist ja klasse. Nein, du sollst das nehmen. Hallo? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ach, da ist auch noch so ein Strauch. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann stelle ich den nochmal dahin. Ja, cool. Da gibt es mehrere von... Ich bin fasziniert gerade. Also das ist wirklich wie eine Ostereiersuche, obwohl wir eigentlich ja Außerirdische suchen. Aber ja, ich glaube, so werde ich den Titel dann auch nennen, die Ostereiersuche. Ja, es ist halt blöd, wenn man zwischendurch nicht reingeht, weil man halt nichts aufnehmen kann oder denkt, dass man nichts zum Aufnehmen hat. Und ich habe jetzt auch nichts gelesen, muss ich sagen, dass irgendwas über Ostern war. Ich meine, gut, hätte man sich überlegen können, dass wahrscheinlich dann auch was zu Ostern kommt. Dass sie dann da ein Event machen. Wobei das eher nicht nach einem Event aussieht, sondern eher danach. Aber ausbuddeln muss ich die nicht, ne? Die liegen hoffentlich alle nur hier oben drauf. Sondern eher danach, dass man die halt eben so nebenbei finden kann. So als kleinen Gag sozusagen. Weil ich habe jetzt bisher noch nicht rausgefunden, ob man da irgendwas anderes machen kann. Das ist so blöd, dass man mit der nicht schneller laufen kann. Okay. Also die nachfolgenden Folgen werden sich um einige Zeit verschieben, weil diese Folge irre lang werden wird. Das kann ich jetzt schon mal prognostizieren. Da hinten ist nichts. Ich werde auch jetzt wirklich alles starr... Ach, das habe ich ja jetzt zum ersten Mal, glaube ich, gesehen, dass da so eine Daisy dranhängt.
Ich glaube, ich werde auch alles starr wirklich liegen lassen, was ich eigentlich normalerweise... Miki, geht's dir gut? Machst du Sandangeln oder was? Was war das gerade? Okay. Nee, Stitch hatten wir, glaube ich, als letztes gemacht, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, als wo ich das gerade hier sehe. Ich meine, Stitch hatten wir als letztes gemacht. Hier ist auch nichts. Tja. Das habe ich doch schön hingestellt, ne? Das ist so schön, dass ich mich nicht mal mehr dran erinnern kann. Schau mal hier nochmal nach. Ich hab dich. Ja. Ich habe aber irgendwie so die Befürchtung, dass vielleicht pro Biom oder so, also ich sag mal Biom dazu, dass da nur einer auftaucht. Und dann vielleicht jeden Tag einer zu finden ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die liegen jetzt nicht hier drunter. Ich hoffe, die sind jetzt nicht in die Höhle reingegangen. Das wäre nämlich blöd. Wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal alle Sachen draußen nachschauen, ob ich da was sehen kann. Das heißt aber theoretisch nach dieser Logik, dass jetzt hier am Strand nichts mehr liegen dürfte. So sehe ich jetzt zumindest auch erstmal nichts mehr. Warum habe ich jetzt eigentlich noch die Jacke an? Ja, wobei draußen ist es ja jetzt mittlerweile schon wieder richtig kühl. Also kühl. Ah, da ist noch einer, da ist noch einer. Wir sind so froh, dass du hier bist. Ne? Und ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Buzz Lightyear, eilt zur Hilfe. Ja, ich wollte gerade sagen, Buzz. Was ist das denn? Nein! Nein, ich habe eine neue Quest gestartet. Das wollte ich doch gar nicht. Es tut mir leid, Leute. Ah, jetzt muss ich sagen, in der letzten Folge oder in den vorletzten Folgen oder so habe ich das aus Versehen die Quest angestartet. Hilfe. Vielleicht mache ich auch einen Screenshot rein, wenn ich dran denke. Ich hoffe, dass ich dran denke. Ich bin mir allerdings nicht so sicher. Gucke mal. Hast du was auf dem Rücken? Ach nee, du hast einen Schwanz. Ja, okay. Ich dachte, der hat irgendwie ein Päckchen auf dem Rücken oder so. So, schauen wir hier erstmal, bevor ich jetzt darüber gehe, ob ich hier nicht irgendwo noch was finde. Aber wie gesagt, ich denke mal, dass wahrscheinlich pro Gebiet nur einer kommt. Aber so viele Gebiete haben wir jetzt natürlich nicht. Deswegen, könnte schwierig werden, die alle zu finden. Wir haben jetzt erst 5. Da müssen wir gleich hoch noch. Gucken wir erstmal hier. Eigentlich ist es ja das gleiche Gebiet, aber vielleicht wird das ja als Einzelnes gezählt oder so. Hi. Ich weiß nicht mehr, wie das Haus hieß, aber hi Haus. Es war übrigens ein ganz... Ah, da ist noch einer. Es war übrigens ein ganz, ganz toller Film. Encanto, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Moment. Achso, nee, doch nicht. Aber da gehe ich jetzt mal eben rein. Irgendwie zieht mich das gerade magisch an. Und da ist ja eigentlich auch nicht so viel verwurstelt, dass man da eventuell nichts sieht. Aber hier ist auch wieder nichts. Ich sage ja, immer, wenn ich reingegangen bin, habe ich nichts gefunden. Obwohl er extra darauf hingewiesen hat, dass die sich theoretisch auch irgendwo drin verstecken können. Ja. Ich denke mal, dieses Gebiet ist wahrscheinlich dann zu Ende. Und hier dürfte wahrscheinlich auch nochmal einer drin sein, nehme ich an. Hoffe ich. Hoffe ich inständig. Ich meine, klar, wenn ich jetzt hier alles freier geräumt hätte, vorher schon mal reingegangen wäre und hier schon mal alles gemacht hätte. Aber ich muss noch so viele Folgen jetzt nachholen von den Let's Plays, die ja eigentlich alle noch hochgeladen werden. Aber wie gesagt, ich hatte absolut keine Zeit jetzt über Ostern. Ich war halt auch nicht da. Ich hatte nicht die Möglichkeit aufzunehmen. Das kommt dann natürlich auch nochmal hinzu. Nochmal eine blaue? Oh, geil. Dankeschön. Sehr geil.
hatte keine Möglichkeit aufzunehmen und ja, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig und wenn dann plötzlich ein Leerlauf entsteht, dann ist das natürlich doof. Es war auch für mich wirklich doof, weil ich habe ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich halt Perfektionistin bin und dann sind solche Sachen, da ist noch einer, dann sind solche Sachen natürlich richtig blöd. Was haben wir denn jetzt? 7? Ich wusste, ich komme jetzt hier nicht durch. Och. Achso, halt. Wo habe ich den jetzt drauf? Moment. Jetzt habe ich das so lange nicht mehr. Nein. Ja, genau. Die 5 war es, glaube ich. Hallo? Was ich nicht sehen kann, kannst du nicht machen, oder wie? Okay. So, hier hinten scheint aber auch nichts mehr zu sein. Kann ich wieder runtergehen, dann komme ich wieder zum Haus. Ach so, genau, hinten die Seite habe ich noch nicht gemacht. Hier unten war ich komplett. Dann würde ich sagen, dass ich nochmal die 2 Ebenen hier mache. So. Ja, und dann muss ich sagen, keine Ahnung, weil entweder finde ich das dann noch oder ich finde es nicht. Ich weiß auch nicht genau, was ich dann mache. Also ob ich dann erstmal was anderes mache oder und dann später nochmal danach gucke. Hinter scheint aber nichts zu sein. Der arme Gas hier komplett eingeschlossen da mit seinem... Ah, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Ja. Eingeschlossen vor seiner Höhle. So, das wollte ich sagen. Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte und wir haben jetzt fast die ganze Gegend hier einmal durch. Das heißt, wenn, könnte es noch sein, dass das tatsächlich in jedem Gebiet nochmal im Haus drin ist. Aber das hat ja auch nicht funktioniert, weil da habe ich ja auch schon nachgeguckt. Hier sehe ich jetzt, oder? Einer davor? Ne, das sah, glaube ich, nur so aus. Hier können wir vielleicht noch Glück haben, dass da noch irgendwo einer liegt. Weil das so als neues Gebiet eventuell gezählt wird. Aber dann hört es hier auch schon wieder auf, ne? Da geht's hoch, da gehen wir jetzt mal nicht rum. Sehr schön. Sehr schön. Das ist schon unsere 3. Dreamlight-Kiste. Wow. Das ist wirklich... Falls ich mich übrigens nicht so emotional anhöre, ich finde es wirklich klasse, aber ich sitze hier auch gerade mit Migräne und bin am Aufnehmen. Nur ich wollte euch jetzt nicht noch länger darauf warten lassen, wann dann endlich die nächste Folge kommt. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier oben nochmal hin. Und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich dann tatsächlich die Häuser mal alle abgehen soll. Ah, da! Das hier nochmal! Pflücke eine Frucht. Ja, aber die können wir doch jetzt behalten, oder? Nach Ostern, nehme ich mal an. Ich bin hier so... ziemlich verwirrt gerade, was das betrifft. Moment. Die stellen wir... Nein, dahin. Da war ja auch schon eine. Warum auch immer da jetzt eine stand schon. Aber vielleicht haben sie das ja extra gemacht, weil ich da meine ganzen Dinger stehen habe. Wer weiß, wer weiß. Okay. Hier finden wir nichts, so wie es aussieht. Meinen ganzen Kürbis. Und ich kann sie jetzt alle nicht abpflanzen. Es würde jetzt viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch alles andere muss ich hier leider komplett ignorieren. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Damit haben wir 9. Aber ich glaube, 10 kriegen wir nicht mehr hin, oder? Die Frage ist auch... Spawnen die dann woanders? Müssen wir...
Oder ist es wirklich so, weil er meint ja, mach das bei deinen täglichen Aufgaben oder sowas, hat er ja gesagt. Oder bei deinen Aufgaben, die du machst nebenbei, halt die Augen, also, boah, jetzt entfernen das hier, ey. Ich bin jetzt hier, glaube ich, dreimal dagegen gelaufen. Er meinte ja irgendwas von wegen, dass wir das bei unseren Aufgaben machen sollen, so nebenbei. Also das könnte jetzt natürlich sein, dass das nicht alles an einem Tag überhaupt zu holen ist. Dass wir die nicht alle an einem Tag finden können. Also 9 haben wir gefunden. Ja, könnte sein, ne? 9, 18, 27, 3 Tage, einmal komplett durchlaufen. Wäre eine Option. Es kann natürlich genauso gut sein, wie gesagt, wenn man jetzt hier irgendwo reingeht, dass man die noch findet. Aber ich bin jetzt in so vielen Sachen reingegangen. Moment, das war mit der Spitzhacke, oder? Nee? War das mit der Schaufel? Ja. Okay, dann war es halt mit der Schaufel, von mir aus. Scar, geh mal weg da. Ich muss mal kurz bei dir was gucken. Nicht, dass Scar hier irgendwie eins von diesen armen Dingern verschleppt hat oder so. Na, sieht aber nicht so aus. Ich bin ein 10-mal besserer König als Mufasa. Ja, ich wollte dich gerade streicheln. Ach nee, ich wollte das Schweinchen streicheln. Das ist dazwischen gelaufen. Okay. Ja, ihr Lieben. Das war dann meine große Runde. Ich glaube, mehr, denke ich mal, werde ich heute wohl nicht finden. Es sei denn, die sind wirklich irgendwo in den Häusern drin. Aber dann müsste ich... Ich gucke hier gerade nochmal nebenbei. Aber da ist jetzt auch nichts Neues mehr, ne? Nee. Also da... Oben vielleicht, aber da oben, da müssen wir sowieso nochmal hin. Ja, ich würde sagen, da machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Leider konnten wir erst 9 von 25 finden. Da müssen wir dann in der neuen Folge nochmal eine Runde drehen. Ich würde aber sagen, ach Leute. Ziemlich toll. Ja, ist ja toll. Belagert mich doch nicht alle. Ich will doch nur kurz mal eben abmoderieren. Was ist schon wieder so schlimm daran? Gemeinheit. Aber Spaß beiseite. Also, ich würde sagen. Es kann sein, dass die vielleicht erst einen Tag später nochmal kommen, dass man dann nochmal so eine Runde laufen kann und die dann überall nochmal einsammeln kann. Dann würde ich sagen, mache ich dann nochmal ein neues Video. Vielleicht finden wir dann ja wieder nochmal so einen ganzen Batzen. Dann wisst ihr aber ungefähr, wo die liegen. Es kann natürlich auch sein, dass es komplett random ist. Ja, dann tut's mir leid. Dann kann ich euch nur Anhaltspunkte geben. Also, was mir aufgefallen ist, wie gesagt, pro, ja, ich sag mal Biom, ne? Also pro Bereich ist eigentlich immer nur einer drin gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Einmal habe ich, glaube ich, 2 gehabt, aber das gehörte auch nicht mehr zu dem gleichen Bereich, sondern war hinter einer kleinen Unterteilung, glaube ich, wo wir aufs Wasser gegangen sind, meine ich, da hatte ich nur einen 2. gefunden. Ich bin mir jetzt aber nicht 100%ig sicher. Es kann auch sein, dass das alles komplett random ist und es sowieso egal ist, was ich euch hier erzähle, weil, ja, die... irgendwo liegen können, aber nicht immer an der gleichen Stelle liegen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde aber sagen, dass ich hier erstmal die Folge beende und in der nächsten Folge mache ich dann mal das, was ich eigentlich diese Folge machen wollte. Ich halte mal Ausschau danach, ob wir den König der Löwen denn zu uns holen können, beziehungsweise beide, also Simba und seine Frau Nala. Nala? Nala hieß sie, ne? Wobei ich gesehen habe, Wully hat auch schon wieder eine neue Quest. Also mal gucken, vielleicht hängt die damit zusammen, ich weiß es nicht. So, wenn Maui sich vielleicht mal ein bisschen wegbegeben könnte, Dankeschön Maui, das ist sehr nett von dir. Dann mache ich ganz schnell die Abmoderation. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.